Ein Haus. Hallo, das war meine Familie. Ihr lieben Mäuschen und jetzt da draußen. Sind sie tot. Nur wegen ihm. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Er muss sterben und für seine Taten. Wir haben in der Hölle letzten schmoren. Folge ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Genau, eine Yuppie und Rage Mission. Sobald es mir besser geht, plane ich einen neuen Angriff. Das wird er büßen. Dann habe ich versucht, zum nächsten Glockenturm zu kommen. Allerdings wird der. Das war meine Familie. Wurde mir der noch verwehrt. Jetzt sind sie tot. Nur wegen ihm. Weil wir nach Nord-Kyrat noch nicht hin können. Er muss sterben. So, und jetzt Taten haben wir hier eine schmoren. Mission namens Auge um Auge. Die Royal Army hat eine Frau aus ihrem Haus vertrieben und ihre Familie mit einer Pistole ermordet. Sobald es mir besser geht, räche plane ich einen neuen Angriff. Das wird er büßen. Räche sie, indem du ihren Kommandanten mit einer Pistole eliminierst. Mach hinterher ein Beweisfoto. Das war mein Haus. Was ist passiert? Kann ich helfen? Ja, töte ihn. Schick ihn in die Hölle. Er kam mit der Royal Army und wollte uns anwerben. Als wir ablehnten, haben sie alle getötet. Außer mir. Okay. Wir sollen also den Anführer killen. So, jetzt machen wir uns einfach mal auf den Weg dorthin. Und hoffen mal, dass wir dort den Anführer wirklich antreffen. Es könnte natürlich kein leichtes werden, diesen Anführer zu töten. Aber andererseits, was sein muss, muss sein. So, okay. Ich würde mal sagen, statt dem Bogen nehme ich mir das hier. Ich wollte die Kamera. Ich schau mal. Da ist noch einer. Sonst ist hier keiner mehr. Töte den Kommandanten mit einer Pistole. Okay, ich muss nur den Kommandanten mit einer Pistole killen. Die anderen kann ich ja hoffentlich mit dem Scharfschützengewehr töten. Ich weiß natürlich nicht, wo der Kommandant ist. Ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden. Ich denke, der wird ja irgendwo versteckt sein. Aber das ist nur ein kleines Problem. Hier werden die Türen gefällt.
erwischt. So, ich hätte es auch anders machen können, indem ich einfach den anderen Soldaten zuerst gekillt hätte und dann den Kommandanten, so wäre der andere nicht auf mich aufmerksam geworden. War ein bisschen böse, war ein bisschen blöd, aber was soll's. Wir haben es trotzdem geschafft und haben uns gerecht dafür, was dieser junge Dame passiert ist. Du bringst den Menschen Frieden, AJ. Alle reden schon darüber, wie du die Schuldigen bestrafst. Alle reden eigentlich nur noch über dich. So, unser Bogen ist leider weg. Aber was soll's, den holen wir uns gleich wieder. Den holen wir uns gleich wieder. Den guten Bogen. So, was haben wir denn da noch Feines? Ist denn der Longinus noch irgendwo in der Nähe? Der gute Longinus, der Bescheuerte. Der bescheuerte Typ. Nee, natürlich nicht. Zumindest sehe ich ihn nicht. So, jetzt gehen wir erstmal zum Unterschlupf zurück. Und gucken mal. Eine Schmugglerbande hat sich oft in der Gegend hier versteckt. Was aber da? Jetzt sind sie alle tot. Oh, Moment. Ich wollte ja noch meinen. Der Fleur hat überall Augen entdeckt. Ich wollte ja noch den Bogen wiederholen. So. Ich hätte eigentlich die Soldaten vorher plündern können, habe ich allerdings nicht gemacht. So, kaufen, anpassen, Wingsuit. Ist der wirklich notwendig? Ich glaube nicht. So, Curvebogen, den tun wir daher und somit habe ich das auch wieder erledigt. So. Auf dem Weg zu. Oh. So, der hier verloren. Was haben die da verloren? Kopfschuss. So. Ich frag mich gerade, was die hier zu suchen haben. In unserem Gebiet. Böse Soldaten. So. Hier noch eine grüne Pflanze. So, ich gucke mal, wie viel Zeit wir noch haben. Nur 6 Minuten noch. 6 Minuten. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ich würde mal sagen, in 6 Minuten sammle ich hier noch ein paar Pflanzen. Ein netter Elefant hier in diesem Gebiet. Oh. So. Das war's. Das war euer Ende. So. Dann ist das Auto zwar zerstört, oder so ziemlich zerstört, aber was soll's. Da ist wieder ein böser Adler in der Nähe. Der will mich schon wieder erledigen. Ah!
So. Konvoi zerstört. Deswegen sage ich, es ist immer gut, so eine Waffe zu besitzen. Granatenwerfer sind dort die Feinsten. Erstmal stark. Schön fett plündern hier. Ich hab sowieso nichts mehr zu melden. So. Den plündern wir auch noch. So, da ist auch noch einer. Der will anscheinend sterben. So. Haben wir den auch erledigt? Gibt es da noch irgendwo einen Soldaten, den wir blühen können? Nee. Wow. Da ist aber auch nicht was zu Bruch gegangen. Ne? Oh, guck mal. Dich will ich hier auch nicht haben. So, Rebellen im Kampf. Hilf den Rebellen im Kampf. Na, siehst du mal. Das haben wir doch geschafft. So. Kriege ich wenn was du dafür, nicht gewesen oder? Wärst. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ah, Schützenhilfe mag. Einmal. Sehr fein. Danke. Ah. Das war knapp. Na bitte, 500.000 haben wir. Perfekt. Das passt doch. So, okay. Gut, ich hoffe natürlich. Verdammt! Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann doch zu dem kommen, was ich eigentlich will. Nämlich den Geldbeutel. Das Feld des schwarzen Teufels. Bin mal gespannt, wo wir das herkriegen. So. Ich schau mal kurz dahin. Zu dem Unterschlupf. Und gucke mal, ob wir da vielleicht Kyra soll dich sehen. Das herkriegen, was ich brauche. Ich denke zwar nicht, aber schauen wir trotzdem. So, Dunkelwasserdrachen, nee. Zählt einen Tigerfisch. Hm. Ja, leider nicht. Aber dafür haben wir da noch eine Truhe, die wir öffnen können. Die wir noch nicht geöffnet haben. Dann haben wir hier noch irgendwo eine Truhe. Die machen wir auch noch. Hier. Kiste. Oder sonst noch irgendwo was? Nein. Anscheinend nicht, ne? Gut. Okay, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich hier mal wieder eine kurze Pause. In der Folge ist auch schon wieder rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge schaue ich mal, dass ich hier die diese Kyrat-Fashion hier mache. Und dann machen wir auch irgendwann mal die Mission von Amita. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.